Hi Leute, das ist Sano hier. Heute zeige ich euch, wie ihr den Mimic, die Imitator-Trennen-Asche bekommt. Die wahrscheinlich stärkste Geisterasche im Spiel. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst mir doch Abo und ein Like da. Und schaut doch mal bei mir auf Twitch vorbei. Aber bevor ihr nach Nokon kommt, müsst ihr eine Sache erledigen. Sonst öffnet sich der Weg dorthin nicht. Und zwar müsst ihr nach Kalid. Ja, ins rote Gebiet und müsst dort ins Schloss Rotmänne und müsst den Gegner dort besiegen. Was für ein Gegner da auf euch wartet, das werde ich euch nicht erzählen. Freut euch auf jeden Fall. Das wird richtig lustig. Und wenn ihr das alles erledigt habt, dann wird der Weg nach Nokon frei und dann folgt ihr einfach dem Weg, den ich euch jetzt zeigen werde. Reitet dann hier runter Richtung der Ruinen des Nebelwaldes und dann seht ihr schon, dass ich eine große, ja, etwas größeres Loch aufgetan hat mit schwebenden Steinen und Bruchstücken. Dort müsst ihr den Weg runterfinden. Ihr müsst ja einen kleinen Plattformer spielen. Nur aufpassen, dass ihr nicht runterfällt. Wege sind ungefähr vorgegeben. Ich zeige es euch aber hier auch nochmal, dass ihr da unbeschadet runterkommt. Jetzt auch noch mal ein Stück tiefer. Lass euch dann hier runterfallen. Nun seid ihr angekommen in Nokron, der ewigen Stadt. Springt über die Dächer hier. Passt ja auf, dass ihr nicht runterfallt. Versucht die Mobs so gut es geht zu ignorieren. Oder nimmt sie mit, je nachdem. Ich bin eben schon schön daneben gehüpft, einmal, wo ich es euch zeigen wollte. Oh, shit happens. Hier gehen wir weiter. Geht hier runter. Geht dann hier durch das Fenster. Hier geht es dann nochmal tiefer. Und dann hier durch die Tür. Hier findet ihr auch das erste Site of Grace in Nokron. Aktiviert es und nimmt es mit. Bahnt euch dann euren Weg hier runter. Und hier vorne seht ihr schon, da erwartet euch ein Kampf gegen euch selbst. Ihr wisst, man steht sich meist immer selbst im Weg. Dahingehend müssen wir was dagegen tun. Das Coole an dem Mimic halt auch später ist, wenn ihr es selbst castet,
es nutzt wirklich auch all eure Fähigkeiten. Ne? Das heißt, ihr könntet theoretisch vorher, bevor ihr es ruft, irgendwelche anderen Fähigkeiten reinpacken, das Spirit dann rufen und ja, und es nutzt alles das, was ihr habt. Ne? Also wenn ihr irgendwelche Heilspells habt oder weiß der Geier was, könnt ihr einfach geben, je nach Bild, das ihr spielt. Und das Mimic wird alles nutzen. Das ist echt nice. So, nachdem ihr es platt gemacht habt, nehmt ihr das Side of Grace natürlich mit. Geht dann weiter, wir haben noch einen kleinen Weg vor uns. Ihr könnt auch zum Glück euer Pferd wieder nutzen. Also stehen hier links und hier ist ein weiteres Side of Grace. Das aktiviert er natürlich und nimmt es auch mit. Und ein weiteres Mal bahnt ihr euch den Weg weiter über die Dächer. Auch hier absolute Vorsicht geboten. Springt dann hier runter. Da war es fast um mich geschehen. Da geht es nicht weiter, rennt ihr hierher. Ihr seht die ganzen Blutflecken. Hier ist absoluter Tabula Rasa. Springt dann weiter hier unten auf den nächsten Balkon. Dann hier auf das Dach und dann weiter. Entweder macht ihr die Gegner weg, wie gesagt, oder rennt einfach dran vorbei. Man muss ja immer gucken, ob sich hier irgendwo noch was versteckt. Dann springt er hier runter. Nimmt den Weg hier. Und wir sind fast am Ziel angekommen. Und hier vorne, ich hoffe, ihr habt einen Steinschwertschlüssel mit dabei. Den müsst ihr nämlich benutzen, damit sich hier die Nebelwand lüftet. Dann kümmert ihr euch noch hier um den Gegner.
öffnet die Truhe und voila. Hier bekommt ihr eure Imitator-Tränenasche. Das Spirit ist halt eine absolute Kopie von euch selbst. Was halt auch noch mega geil ist, ist, dass ihr keinen Mana braucht, um es zu casten. Es zieht euch lediglich ein bisschen von eurer Lebensenergie ab, was es auch natürlich mega interessant macht für Builds und Klassen, die ihr euch baut, die nicht so auf Mana gehen. Das heißt, ihr habt einen absolut richtig geisteskranken Geister-Spirit und das ohne Mana. Wie gesagt, Leute, ein richtig, richtig geiler Spirit. Und ja, das war's. Ich sag vielen lieben Dank fürs Zuschauen, Leute. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Bye.